CEO. Oh. The money comes in, the parade comes to town. Going down Broadway is a one-way street, whichever way I go. Hallo, liebe Goldsucher. Ich lade Sie ein, das Jahr 2022 mit der Möglichkeit der einfachen Nutzung von Kryptowährungen zu beginnen. Krypto-Geldautomaten, Debitkarten und Smart Wallets. Valerex bietet uns all diese Dinge für unser tägliches Leben an, mit dem Ziel, die Welt der Kryptowährungen sicherer und nützlicher für jeden Anleger zu machen. Denken Sie darüber nach. Das Büro von Präsident Nayib Bukele schätzt, dass allein El Salvador 400 Millionen Dollar an Überweisungsgebühren zahlt, die hoffentlich durch die Einführung und Gesetzgebung von Kryptowährungen, die durch Smart Wallets und Kryptogeldautomaten ermöglicht werden, drastisch reduziert werden. Valorex ist ein dezentrales Finanz- und Technologieunternehmen mit Sitz in Europa, das Hardware- und Softwarelösungen für die Verwaltung von Krypto- und Fiat-Währungen anbietet. Die revolutionäre Lose-Lose-Software von Valorex ermöglicht den reibungslosen Umtausch von Krypto- und Fiat-Währungen für jeden, der einen banklosen Valorex-Geldautomaten nutzt. Die Software kann auch auf einem Remote-Server gehostet werden, ist weltweit zugänglich und kommuniziert direkt mit globalen dezentralen Börsen wie PancakeSwap. Auf diese Weise umgeht die Software das traditionelle Master-Wallet-Modell, das von Banken und anderen Finanzinstitutionen verwendet wird. Diese Harmonisierung dezentraler Börsen mit bankenlosen Geldautomaten bietet einen einzigartigen dezentralen Ansatz, der reaktionsfähiger und an regionale Bedingungen und Vorschriften anpassbar ist, wobei jeder Geldautomateneigentümer oder Verwalter Liquidität zusammen mit allen für seinen Standort geeigneten Zugangskontrollen bereitstellt. Die banklosen Geldautomaten von Valorex sind eigenständige, netzwerkfähige Einweg- und Zweiwege-Terminals, die es Einzelhändlern ermöglichen, Kryptowährungen in beliebige Fiat-Währungen umzutauschen. Es ist mit allen Sprachen kompatibel und seine Details variieren je nach dem Modell, für das sich der Geldautomatenbesitzer entscheidet. Zur Erleichterung potenzieller Nutzer wird ein detaillierter Katalog mit einigen der ATM-Angebote zum Kauf bereitgestellt. Dieses Testgerät ist ein erstklassiges Zweiwege-Terminal von Lamassu. 500 Millionen VEX wurde im Mai 2021 eingeführt. Der VEX-Token ist ein vollständiges, dezentralisierter BEP20-Token auf der Binance Smart Chain. Stellen Sie sich vor, welche Chance wir verpasst haben. Aber jetzt werden wir sie nicht mehr vermissen. Der VEX-Token arbeitet mit ultraschnellen Blockgeschwindigkeiten und niedrigsten Transaktionsraten, ist hyperdeflationär und verfügt über ein automatisches Ratensystem, das Investoren profitabel belohnt. Valorex hat eine Geldbörse geschaffen, die rund um die Uhr volle Kontrolle über ihr Vermögen bietet. Außerdem gibt es 24/7 Live-Support von Moderatoren. Ein weiterer netter Bonus ist die App mit eingebetteter Technologie, die es Ihnen ermöglicht, eine 0%ige Kommission zu erhalten, wenn Sie von Ihrer Smart Wallet aus handeln, außer für Gas und man muss die Economics der Token berücksichtigen. Sie können auch mehrere Geldbörsen in Ihrem Konto haben. Außerdem wollen wir alle schnelle Transaktionen in Sekunden, nicht in Tagen. Valorex gibt uns diese Möglichkeit überall auf der Welt, wann immer wir es wollen. Das Projekt wurde am 22. Oktober in die CEX Bank aufgenommen und von der CRT geprüft und gelistet. Valorex bietet auch eine virtuelle Debitkarte an, die ihre VEX-Tokens für Zahlungen verwendet. Die Geldautomaten werden weltweit eingeführt und im Rahmen einer großen Marketingkampagne verteilt. Jetzt im Gange, die offizielle Einführung von Krypto-Debitkarten und Geldautomaten sowie das Redemption- und Burnback-Programm.
Als nächstes erwarten wir Beta-Tests der Smart Wallet-Anwendung und Beta-Tests von Crypto-Debitkarten. Belarex steht kurz vor dem Eintritt in den Weltmarkt. Das Entwicklungsteam hatte eine großartige Idee und sie wird umgesetzt. Wir müssen nur den Moment abwarten, in dem all diese sofortige Kryptowährungsmagie für uns alltäglich wird. Und das war Lia mit euch. Ciao, ciao!